Okay, irgendwie haben wir dieses Dojo auf Anhieb geschafft, ha? Das ist ja beruhigend. So, was sagen denn unsere Level? Da unten sind angeblich ganz, ganz viele Dings. Feuer-Pokémon. Kyo hat sich also Temtem geholt. Gratulation. Lass mich mal eben. Okay. Gut. Dann würde ich doch glatt sagen, fahren wir mal runter. Wobei. Ja doch. Gucken, was da unten so ist. Bitte wählen den Zielort. Nah-Omnesien für Hochweg und Riesenbanier, Fern-Omnesien für Vulkan und Glasweg. Schön, dass ihr alles übersetzt habt, nur die Auswahlmöglichkeiten nicht. Schön. Ich vermute, das hier ist der Hochweg und das hier ist unten. Jetzt 3. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin in Fernomnesien gelandet. Das ist nicht das, wo ich hin wollte. Oder? Im Schatten des Anak. Doch, das ist das. Okay. Toll, hier darf ich nicht lang. Ich kann dich nicht nach Fernomnesien lassen. Es gibt schon ein Problem mit dem Anak-Vulkan. Wenn du kein Passage. Ich habe diesen Schlüssel von Ravieri. Tolle Geschichte, Tama. Aber du brauchst eine schriftliche Erlaubnis von Tihani. Dann gehe ich wieder hoch. Okay, schön. Ich kann also noch nicht nach hier unten, weil ich dafür zuerst den Kram von Tihani brauche. Das heißt, ich kann nur nach oben. Hey, what? Nicht so dumm? Oh doch, nee. Das hier ist quasi noch eine Etage höher. I see. Und hier ist kein Temporium, aber... Oh mein Gott. Ich sehe genau, was hier abgeht. Ich sehe ganz genau, was hier abgeht. Seht ihr das da? Das sind diese Kristalldinger, wo ich so nicht rüberlaufen kann. Ich kann noch nicht einfach da rein und darüber. Ich kann hier nur schlittern. Und da kannst du nicht lang schlittern. Das heißt, ich muss gerade diese ganzen Wege hier einfach ablaufen, um dahin zu kommen. Wahrscheinlich ist hier irgendwie, weiß ich nicht so. Ey, guck mal, du warst beim Baum und beim Baum ist alles okay. Und dann gehe ich wieder zurück und dann kriege ich die Schnittschuhe und kann dann hier lang wie rumschleiten oder was weiß ich nicht. Ah. Wir machen eine Pinkelpause. Ich muss eh neue Getränke holen. Das heißt, ich gehe mir eben pinkeln und hole mir was Neues. Was wollte ich? Ach ja, ich wollte pinkeln und mir was zu trinken holen. Oder du versuchst, die Schlittschuhe zu finden. Ich vermute, dass du die Schlittschuhe von irgendeinem NPC bekommst. Ich vermute sogar von dem Arenaleiter, wenn du quasi Dings, den Kram fertig hast. Also, weil er hat ja gesagt, ich soll eh hier rüber, um nach diesem Baum zu gucken. Von daher. Wir wollen dann rausfinden. Aber ich gehe eben pinkeln. Und bring mir Wasser auf den Rücken. Bis gleich.
So, ich habe Getränke und ich habe gepinkelt. Muss man nur die Flasche aufkriegen. Okay. Das nervt mich jetzt so ein bisschen an, dass ich zuerst hier oben lang muss und nicht unten. Außer es gibt hier oben, Feuer-Temtem. Das wäre halt super gut, wenn es hier Feuer-Temtem gäbe. Weil ich habe das Gefühl, dass... Na, wohl. Nee, doch. Feuer-Temtem ist das, was ich eigentlich gerne hätte. Weil ich meine, im Moment so das effektivste Temtem, mit dem ich hier rumlaufen kann, ist quasi Cypard. Aber Cypard ist halt anfällig gegen Natur. Was ein Problem ist. Ja, komm, wir probieren einfach mal. Wo will ich lang? Also hier will ich definitiv nicht lang, weil das nie im Leben funktioniert. Da können wir gucken. Nope, das geht nicht. Okay. Trainer, hä? Überall. Kann ich mich hier lang schleichen? Nope. Ja, ist definitiv nicht kurzsichtig. Du siehst aus wie einer dieser Schinkimikis aus der Tollreihe. Was? Jo, diese Nobelgegend im Südosten. Die Leute da unten haben keine Ahnung, wie man mit Temtem kämpft. Komm, ich zeig dir, wie es geht. Aha. Welche Level hast du? Hast du deine Tamtam? Die heißen Temtem und ja, die sind geheilt. 24, das geht sogar. Du tauschbar mit Smezzy. Weil Kristall ist schwach gegen Mili. Und Kristall hat anscheinend eine Kombo mit Wind. Interessant. Natürlich, ich mach das. Ich hasse ihn. Na, du erhöhst deine Death. Das zweite Tem bei Temtem wird klein geschrieben. Wenn wir schon mal dabei sind, zu klugscheißen. Kommen die XP hier von Holy Moly. Ekelhaft, ey. Ich frag mich halt gerade echt, wann Smezzy mal levelt. Weil, wann habe ich den gekriegt? Ewigkeiten. Also echt vor Ewigkeiten. Ich bin froh, wenn ich Temtem bekomme, die mir gefallen. Was suchst du denn? Lass es mir mal so fragen. Weil an sich... Ich meine, die Auswahl auf der ersten Insel ist jetzt nicht so ultra geil. Was halt Unmengen an Wasser-Temtem und das, ich sag mal, das gefühlt beste Temtem da unten ist Dings Nessa. Das dauert noch mit dem Elfchen. Zugang Tor Tolerius während der Arbeiten beschränkt. Okay. Voll beschränkt. Hallo. Hallo, hast du Interesse an einem feinen Grundstück in der Tollreihe? Die Nachbarschaft gefällt mir nicht. Kein Problem, die Tollreihe ist nicht für jeden. Du kannst ja auch jederzeit im Gasthaus von Nanga übernachten. Wann macht sie wieder auf? Der Chefingenieur hat mir gesagt, dass sie gerade die Entwicklungsphase Alpha 2 gestartet haben, was auch immer das heißt. Das dauert noch was mit dem Äffchen? Willst du mich verarschen? Wann habe ich den denn bekommen? Ich kann mich halt nicht mehr erinnern, wann ich die bekommen habe. Level 3 oder so? Was bist du hier am Randalieren, Rabi? Kann ich mir irgendwo anzeigen lassen, was es alle auf der ersten Insel gibt?
Ich glaube nicht. Du kannst aber mal in dein Temporium gucken. Da habe ich noch nie geguckt. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Ich sehe dich und teile eine Natte mit dir, Inselfremder. Ich fühle mich wie mir Insler. Will ich nicht spoilern? Ich frag doch. Wenn ich frag, spoilerst du mich doch nicht. Was macht denn das für eine Logik? Ich guck einfach gleich mal in mein Temporium. Definitiv Reiber. 39 Level. Willst du mich verarschen? Du musst 39 Level machen, bevor das Ding levelt? Damn. Das heißt, meins levelt dann mit... I guess 40? Nee, du hast es ja nicht auf Level 1 bekommen, oder? Kriegst du doch auf Level 4 oder 5. Ist ja ekelerregend. Okay, 29 kann ich mir noch vorstellen. Ich dachte mir schon, ey, 39, holy. Da bist ja die nächsten 3 Jahre dran, ey. Warum gehen immer alle auf Smezzy? Das verstehe ich nicht. Jede KI sieht einfach nur, sieht diesen Affen und ist direkt aggro as fuck. Mit Level 34, also hast du deine, also haben deine Starter quasi gestartet auf Level 5. Okay. Das ist gut. Damit kann man arbeiten. Ich mach Krach. Warum machst du Krach? Aua. Oh, gut. Macht nur halben Schaden. Ich kämpfe so gut ich konnte. In wahrer mürreinselicher Manier. Mhm. Wuchtverkettungskraft. Wie sieht das Temporium eigentlich aus? Ich habe das, glaube ich, noch nie angeguckt. Tempedia. Ohre. Eigenschaften. Kannst du dir... Nahe Ansicht. Toll, ich kann es mir angucken. Ich kann es nicht... Doch, ich kann es drehen. Okay, cool. Details. Oh, du siehst nicht, wo du die herbekommst? Wie viele gibt es eigentlich gerade? Oh mein Gott, das sind viel zu viele. You have to be fucking kidding me. Das Schwein ist 141? Holy moly. Sehe ich gerade nur die, die ich gefangen habe? Nee, ich sehe auch die hier. Aber du hast die Weiterentwicklung von dem da. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich dieses Vieh herbekommen, ne? Null Plan. Okay, ich finde, das sollten die noch ändern, dass du quasi die Location siehst, wo du die Dinger herbekommst. Das wäre noch ziemlich cool. War da gerade echt ein hässlicher Regenbogen? What the fuck bist du? Okay, was bist du? Und warum lebst du? Gift ist 4-mal effektiv dagegen. Okay. Interessant. Ich weiß nicht mal, was das war. Nochmal. Oh mein Gott, war das der Rare Encounter, den ich gerade gekillt habe? Das wäre ziemlich ätzend. Das wäre hart ätzend. Ich weiß nicht, was es war, aber ich will es haben.
Bitte sag mir nicht, es war der Rare Encounter, dann sterbe ich, ey. Natürlich war es der Rare Encounter. Whee! Warum? Jetzt habe ich den Rare Encounter einmal gesehen. Jetzt weiß ich, dass der existiert und jetzt werde ich die ganze Zeit rumlaufen, bis ich ihn wiederkriege. Voll spannend. Okay. Nemo, nicht das obere Ding mit Gifted hängen. Das überlebt das nicht. Das ist Schleim. Außerdem sah das ja aus wie Netz. Na! Es war so klar. Jetzt gib mir nicht den Black Screen des Todes, fick dich. Ich glaube, ich muss eh das Game neu starten, richtig? Okay, ich werde nicht neu starten, weil der letzte Tweet ist literally vor 20 Minuten. We are currently checking an error in the press any key screen. Should be fixed soon. Okay. YOLO und wir und restarten wir das Game? Oder YOLO und wir nicht? Das wäre halt interessant. Das wäre echt interessant. Lass mich mal eben gucken, ob das wirklich der Rare Encounter war. War das der Rare Encounter? Nee, der ist common. Okay, hier gibt's keinen Rare Encounter. Ah. Interessant. Okay. Ja, also der Reconnect-Button funktioniert schon mal nicht. Weil I guess YOLO it is. Wie groß bist du, PoE-Patch? Oh, so groß. So groß. Schön. Okay. Kann auch sein, dass ich einfach auf den Server geschmissen wurde, weil ich noch die alte Version hatte. Das ist natürlich auch eine Option. Na komm. Oh, Wartungsarbeiten, hä? Huh? Well, Chat. Interessant. Also, wenn die eins sind, ne, dann wirklich die ganze Zeit an dem Scheiß hier am Arbeiten. Das ist ridiculous. Es gibt gefühlt keinen Zeitpunkt, wo die gerade nicht irgendwie vollkommen am Ausrasten sind. Das ist crazy. Tja, was machen wir jetzt? Neu verbinden? Funktioniert eh nicht. Ist eh Black Screen auf Doom. Was ist passiert? Ich habe es mir gerade bequem gemacht. Die haben einen Bug gefunden, der es Leuten nicht erlaubt hat, über den Startscreen rauszukommen. Und anscheinend ist das ein Server-Patch, weshalb wir jetzt in Wartungsarbeiten sind. Mal wieder. Der letzte Tweet war halt vor 30 Minuten, der sagt, wir haben den Bug gefunden, should be fixed soon. Und der Discord ist auf demselben Stand.
Und das war vor 20 Minuten. Ich vermute, das ist gerade der Bugfix, I guess, weshalb die den Server warten, aber wieder nicht Bescheid gesagt haben irgendwo. Dann schau dir doch eben auf der Switch die News zu Pokémon an. Muss ich dafür meine Switch anmachen? Kann ich das nicht einfach auf der scheiß Pokémon-Seite? Details zum ersten Pokémon Go Event. No joke, du musst dafür actually die Switch anmachen. Auf der Pokémon-Seite an sich siehst du nämlich gar nichts. Feier das Jahr der Ratte in Pokémon Go, tritt für begrenzte Zeit, coole. Ich kenne diese Pokémon-Seite nicht. Pokémon.com.de. Cool, ich müsste für diese News. Das ist ja bescheuert. Wer hat denn da schon wieder nicht mitgedacht? Lass mich mal eben ein bisschen Musik anmachen, bis der Server hier noch in Wartungsarbeiten rumeiert. Weiter machen wir denn? Oh ja, ich hatte eben eh Battle-Themes, ne? Ja. Da. Ich muss jetzt echt meine Switch anmachen dafür? Das kann es doch nicht sein. Das war echt ein Scherz. In den News sagst du? Wer macht denn seine Switch auf, um da in den News zu gucken? Ich habe hier nicht mal Pokémon News drin. Nö, ich habe hier nicht eine Pokémon News. Du musst nicht, wenn du kein Interesse hast. Das hat nichts mit Interesse zu tun. Ich habe die News ja nicht mal. Musst du dafür irgendwelchen bescheuerten Kanälen folgen? Ach, das ist doch. Das ist einfach umständlich. Es gibt nicht mal einen Pokémon-Kanal. Wait, what? Den Schwert-Schild-Kanal von Pokémon. Alle Kanäle, Pokémon. Es wurde kein Kanal gefunden, der deiner Suche entspricht. Okay. Kanälen, denen du folgst. Ja, ist immer noch wird immer noch gewartet. So, du meinst dieses Newcomer in Gala-Ding, oder? Achso, ja, das ist das Online-Turnier. Das ist jetzt schon der Ewigkeiten drin. Was ist das Wild Area-Ding? Das Wild Area-Ding sind die Dinger, die ich eh schon kenne. Genau das. Newcomer aus Gala-Turnier, sagst du, ja? Ja, richtig, das war der Anmeldezeitraum. Bla bla. Doppelkampf. Naja, das hatte ich gesehen. Das hatte ich schon vor langer Zeit gesehen. Wird aber nach der Beta nicht nochmal Mäntel nehmen. Du weißt, dass es kein Reset mehr gibt? Es wird kein Reset geben. Haben die vorher schon angekündigt. Du kannst aber die anderen Starter später fangen, so wie ich das verstanden habe. Ich meine, du könntest dir auch einfach einen neuen Char machen, wenn dir Mäntel halt voll auf den Sack geht. Uff. Warum uff? Ist Mäntel echt so schlimm?
finde das total enttäuschend. Was findest du total enttäuschend? Den Starter? Also das Ding ist halt, ich habe das Gefühl, dass halt alles in dem Game relativ schwer ist. Ach so, okay. Du hast das vorher einfach nicht gesehen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Weil ich meine, Smazzy ist jetzt auch kein Amazing Starter. Ich weiß nicht, wie das mit, wie heißt das andere Ding? Crystal aussieht. Es geht weiter. Ich will immer noch dieses komische Gübbelding haben. Servus is back, we are all streaming with new packs that will be updated, so we'll have minimal maintenance in a few minutes. Ich muss nachher das Game eh neu starten, weil die gerade auch einen neuen Patch einspielen. Fuck my life, ey. Ich glaube einfach, dass der Mental Starter einfach, eine sehr andere Spielweise erfordert. Und ich glaube nicht, dass das Spiel so einen Start hat wie ein Pokémon mit LOL. Ich nehme das Feuer-Pokémon. LOL. Ich kann literally mit dem Feuer-Pokémon alleine das ganze Spiel soloen. Das hast du ja nicht. Definitiv nicht. Gib mir mein dickes Schwabbelvieh, ich hätte es so gern. Oh, ich mein dickes Schwabbelvieh, Schwabbel, Schwabbelvieh, hihihi. Ich krieg nicht mehr einen Countdown. Ich war schon wieder zu schnell. Wetten? Ich weiß nicht, ich sollte vielleicht einfach, das Vieh kann schlafende Ziele angreifen, ohne sie zu wecken, aber schlaf erst ab Runde 2. Okay. Das wäre was ich vollkommen ignorieren würde im Moment, weil dir das Early gar nichts bringt. Aber ich meine, du hast ja... Hast du nicht irgendwelche Mentalattacken, die anfangs gut sind? Weil du hast am Anfang halt super viele neutral, Temtem. Ich meine, du brauchst halt nicht zwingend. Das Ding ist halt, du brauchst ja nicht zwingend Mental-Temtem, um Mental-Attacken zu haben. Aber das Ding ist, du hast doch Dings, ne? Dieses, oh mein Gott, wie heißt der Debuff? Dass du mehr Ausdauer verbrauchst? Bei der ist halt relativ gut, meiner Meinung nach. Also nicht nur relativ, ich finde den ziemlich gut. Es gibt so einige Temtem, die sind halt extrem auf ihre Ausdauer angewiesen. Nestler zum Beispiel ist super weird mit Ausdauer. So, bekomme ich jetzt vielleicht mal dieses Temtem ohne Wartung oder irgendwas? Die Mentalattacken sind schon strong und der Debuff nur in Kombi mit Nature. Ja, Nature sollte ja nicht das Problem sein. Auf der ersten Insel kriegst du ja literally nur Nature, Wind, ja, du kriegst Nature, Wind, Neutral, 2 Elektro und der Rest ist gefühlt Wasser. Also das sollte ja weniger das Problem sein. Also besonders hier. Oh, wie heißt der Vorgänger von Saku? Ich glaube Kaku. Kaku ist meiner Meinung nach super gut.
Bitte sag mir nicht, du bist gegen Mili anfällig. Please don't die. Okay. Ich weiß nicht, ob das Schleim sein soll oder ob das nett sein soll. Das müssen wir wieder raus. Okay. Ein Tritt wird wahrscheinlich noch vertragen, notfalls. Come on, bleib drin. Bleib drin. Nice. Was bist du? Bitte sag mir, du bist Gift. Naturwasser. Aha. Interessant. Naturwasser.